Mittlerweile geht es diesen Fledermäusen schon wieder etwas besser. Vor rund einer Woche aber sah das noch ganz anders aus. Da bekam die Viersenerin Manuela Menn einen Anruf vom Naturschutzbund Heinsberg. Bei einer Baumfällung waren rund 30 Fledermäuse zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Weil Manuela sich schon seit Jahren um verletzte Fledermäuse kümmert, nahm sie die kleinen Säugetiere auf. Erstmal war ich ziemlich traurig, dass sowas passiert ist. Ja? Und ich war geschockt natürlich von den zerschredderten Tierchen oder von den Blessuren, die die Tiere davongetragen haben. Aber ich muss auch dazu sagen, die Leute von der Forstwirtschaft haben super reagiert. Die haben sofort den NABU angerufen und haben sofort um Hilfe geschrien, so kommt und helft uns. Und das war das Glück im Unglück. Denn von den insgesamt 31 Fledermäusen konnten 28 gerettet werden. Seit über einer Woche kümmert sich Manuela jetzt mit Tochter Viviane um die verletzten Tierchen. Am Anfang waren es noch 8 Stunden pro Tag, mittlerweile sind es nur noch 2 Stunden täglich. Auch wenn die Familie schon viele Fledermäuse gesund gepflegt und aufgepäppelt hat, diese Situation ist dann doch etwas Außergewöhnliches. Also ich kam nach Hause und da waren dann plötzlich, also saßen meine Eltern dann beide oben und haben dann erstmal die Fledermäuse durchgeguckt. Und da habe ich auch schon bemerkt, dass so viele Fledermäuse auch ziemlich panisch sein können, wie ich das jetzt noch nicht erlebt habe. Bis zum Frühling werden die Tierchen bei Manuela und ihrer Familie bleiben, bevor sie dann wieder gesund und munter in die Freiheit entlassen werden. Manuela freut sich schon auf diesen Moment. Ja, die sind einfach sehr fröhlich, wenn die raus wollen und sind ganz agil. Und das finde ich einfach super. Ich freue mich, wenn die glücklich sind, dann freue ich mich. Und da habe ich kein Problem mit, die rauszulassen. Ich finde das eher, fände das sehr traurig, wenn ich anders denken würde. Manuela hofft, dass sie sich nicht noch einmal um so viele Fledermäuse auf einen Schlag kümmern muss. Denn so etwas kann verhindert werden. Wer einen Baum fällen möchte, der sollte einfach vorher nachschauen, ob in dem Baum jemand wohnt.